Ja, hallo Freunde. Grüße aus Mainz hier. Ja, ich hoffe, euch geht es gut und ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Ja, mir geht es prima. Und ja, heute habe ich euch nochmal eine Aktie mitgebracht. Und zwar habe ich die Aktie schon längere Zeit auf dem Schirm. Also, die hatte ich, glaube ich, auch schon mal bewertet. Und zwar handelt es sich darum um die Firma Celanese. Ja, die Firma Celanese sitzt in den USA. Ich schaue gerade noch mal in Dallas, Texas, genau, und ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit dem Fokus auf Spezialwerkstoffe, aber auch Spezialchemikalien und betreibt irgendwie 27 Fertigungsstätten und 9 strategische Produktionsstätten in Nordamerika. Ja, die habe ich dann auch mal ein bisschen fundamental bewertet und wie ihr auch bei den letzten Bewertungen gesehen habt, diese Checkliste nach Liebermann habe ich einfach mal angewandt und da ist folgendes Ergebnis rausgekommen. Das kann ich euch mal kurz mitteilen. Ich habe was hier mir aufgeschrieben und zwar als erste Position ist es die Eigenkapitalrendite. Die liegt bei knapp 47% und das gibt nach dieser Auswertung dann einen Punkt. Dann haben wir die als zweites die EBIT-Marge, also die Earnings Before Interest and Taxes, also der Gewinn vor Zinsen und Steuern. Das haben wir liegt bei 41,7%. Das gibt gemäß dieser Checkliste auch einen Punkt. Dann haben wir die Eigenkapitalquote, die liegt bei 39% etwa. Das gibt natürlich dann auch einen Punkt. Dann gemittelt, was interessant ist, das KGV ist relativ niedrig. Das ist eigentlich super. Also die Aktie ist nicht wie die all die Wachstumsaktien der letzten ein, zwei Jahre to the moon gegangen, sondern ist irgendwie noch in einem normalen Verhältnis. Das heißt, KGV liegt bei 5 Jahre gemittelt, ich muss gerade mal schauen, 11,24 und aktuell ist es bei etwa knapp über 10. Also wirklich noch attraktives Unternehmen, also ist noch attraktiv bewertet und das gibt natürlich dann jeweils auch einen Punkt. Natürlich ist das dann auch an den Analysten nicht vorbeigegangen, das ist ganz klar. Und zwar empfehlen die dann die Aktie zum Kauf. Ja, die hat auch gestern ein neues Allzeithoch gemacht. Also, obwohl der Markt insgesamt etwas schwächer gewesen ist gestern, hat die Aktie doch relativ gut performt und ist mit einem positiven Prozentsatz aus dem Tag, aus dem Handel gegangen. Und ja, weil die Analysten die Aktie zum Kauf empfehlen, gibt es gemäß dieser Auswertung der Checkliste gibt es dann minus ein Punkt. Dann die Reaktion auf Quartalszahlen. Die letzten Zahlen waren am 21. Oktober und am 22. Oktober hat die Aktie positiv auf die Zahlen reagiert. Der Markt war deutlich schwächer, als die Aktie dann reagiert hat insgesamt und deswegen gibt es hier auch einen Punkt. Das haben wir die Reaktion auf Quartalszahlen. Dann kommt die Gewinnrevision. Da hatte ich jetzt leider keine Informationen vorliegen, aber das macht auch nicht, ist auch nicht so schlimm. Dann als nächster Punkt haben wir den Kurs vor 6 Monaten. Der ist natürlich auch recht gut, wenn man sich den Chart mal anschaut. Das könnt ihr auch einfach mal bei euch in der Chartsoftware mal anschauen. Die Aktie ist auch sehr gut gelaufen, also letztes Jahr und auch dieses Jahr. Also die Entwicklung ist positiv und das gibt jeweils einen Punkt für 6 Monate als auch für ein Jahr. Dann haben wir den nächsten Punkt, das ist Kursmomentum. Das gibt dann 0 Punkte gemäß dieser Checkliste. Und dann haben wir nochmal das 3-Monats-Reversal. Ja, das ist eigentlich immer, das schaut man sich die vorangegangenen 3 Monate an, der letzte Handelstag jeweils. Und dann schaut man, wie die entsprechende Aktie abgeschnitten hat im Vergleich zu dem Index. Das heißt in dem Falle den S&P 500. Da hat einmal die Aktie besser abgeschnitten und einmal auch den Index. Deswegen gibt es hier, gemäß dieser Auswertung, gibt es 0 Punkte. Dann haben wir Gewinnwachstum, ist auch auf nächstes Jahr ist positiv gegenüber letztem Jahr. Also das gibt dann auch einen Punkt. Und wenn man das alles zusammenzählt, kommt man insgesamt auf 8 Punkte. Also momentan sieht es eigentlich ganz gut aus, was die Aktie anbelangt.
Ist natürlich nur meine persönliche Einschätzung. Ihr könnt das selbst für euch entscheiden, ja. Ich habe gestern eine kleine Position über eine Option eröffnet. Das heißt, ich habe eine Option auf Celanese verkauft. Und dann schauen wir mal, wie sich die Option dann entwickelt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch diesbezüglich ein paar Informationen geben. Also Celanese ist für mich eigentlich ein gesundes Value-Unternehmen, das man in Betracht ziehen könnte zu kaufen, also die Aktie zumindest. Und ja, ihr müsst natürlich für euch selbst die Entscheidung treffen. Also das hier ist einfach nur meine private Einschätzung und Bewertung und ihr könnt euch eure eigenen Gedanken machen. Ja, ist einfach nur nochmal zur Information und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und wenn ihr Fragen habt, wie immer, kein Thema, schreibt mir einfach eine Nachricht und dann helfe ich euch oder unterstütze euch gerne in dem Bereich. Alles klar, macht's gut, bis bald, ciao.